fassbar, wenn man das in einen Gedanken fassen will. Was wir hier heute erleben, dann ist es das, dass ein mittelständisches Industrieunternehmen in Nordrhein-Westfalen ein Forschungszentrum einweiht. Wir haben hier 1300 Quadratmeter Labore mit einer Technik, die, so hat man uns bestätigt, in der Kombination sicherlich weltweit zu den führendsten, wenn nicht zu der führendsten Technik gehört. Wir können hier Blitzströme nachbilden, Blitz- und Stoßströme von 100.000 bzw. 200.000 Ampere und das an einem realistischen Netz, das in der Lage ist, einen Kurzschlussstrom in den Prüfling dann zu treiben von bis zu 50.000 Ampere. Wir haben dann im Laufe des Verfahrens Unterlagen geprüft, Vor-Ort-Prüfungen durchgeführt und so eine hohe Fachkompetenz in diesem Unternehmen feststellen können, insbesondere natürlich auch zu dem akkreditierten Fachbereich Überspannungsschutz. Das Hochstromprüffeld ist in seiner Modernität und Leistungsfähigkeit wohl weltweit einzigartig. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das nicht ein Schlussstein ist in der Geschichte dieses Unternehmens, sondern dass das ein ganz, ganz wichtiger Baustein für eben eine erfolgreiche Zukunft ist, die die Geschichte ihres Erfolges fortschreiben wird.